Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario RPG. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder. Hierbei handelt es sich um eine Stream-Aufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch bei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. So, aber es geht weiter. Wir haben letztes Mal den Bergpass gemacht. Ne? Den Borstos Bergpass. Bergpass. Und jetzt mal gehen wir zum Turm. Gucken, was uns erwartet. Oh. Schon eine tolle Festung, die Borsto hier hat. Ach, wie gern wäre ich jetzt in, wäre sie meine. Oh. Das waren noch Zeiten. Peachille, Schreckensschreie, Mario, der ihr sinnlos zur Hilfe wuselt. Mario, ausgerechnet jetzt? Cool bleiben, Bowser. Durchatmen, bloß nichts anmerken lassen. Guten Tag, R2 und alles Paletti? Blödsinn. Nicht so Panzerschädel. Andere Tonfall. Selbstverständlich, Inbrunst. Kerl, was wagst du es, mich zu stören? Wäre Peach nur in meiner Festung und wäre auf die Rettung wartend, und würde auf die Rettung warten, sie würde sich die Augen ausheulen. Okay. Nanu? Habe ich dir gerade Stimme von unten gehört? Das wird doch wohl nicht. Du liebe Zeit, Mario. Es ist wirklich. Yay, Mario, hörst du mich? Hier oben. Ja, kein Interesse. Sorry. Unverkennbar, diese Stimme. Das ist Peach. Ich dachte, ihr sei längst die Flucht gelungen. Dabei sitzt sie hier noch immer fest. Tja, dann geht's vorerst mal zurück zu meiner Festung. Aus dem Weg, Kreuzer. Kurzer. Kreuzer voll. So. Ich bleib mal, ne? Kamera lass ich mal aus, weil ich denke mal, hier wird gleich nochmal ein Gespräch kommen. Sie ist verschlossen. Ist was los? Geht die Tür etwa nicht auf? Tja, auf einmal gar nicht mehr so feste. Deine Festung, wie? Sekunde mal. Eigentlich könnte man nun glatt rein und den Turm, oder? Oh, war es gerade selbst Bowser? Oh, ich hab's gerade. Oh, ups. Und die da unten. Und ihr da hinter mir. Ich weiß, was ihr denkt. So mächtig, so gut aussehend. So ein großer, starker Kerl hätten wir gern als Begleiter. Denkt ihr doch, richtig? Na gut, ich hab mal noch. Was? Ich werd's wohl noch bereuen, aber. Ich lasse euch Zwergvolk hiermit offiziell Bowsers Schergen beitreten. Nun könnt ihr später dafür danken. Mario und seine Freunde sind nun Bowser Schergen beigetreten, bildet Bowser sich zumindest ein. Bowser ist nun ein schlagkräftiger Gefährte. Oh yeah! Möchtest du erfahren, wie du mit Mitstreitern in diesem Kampf, ja, bitte. Wundervoll! Ab hier ist eine tapfere Gruppe zu viert unterwegs. Allerdings ist im Kampf weiterhin nur Platz für drei Helden. Aber es ist ja schnell gelöst. Wähle bitte Aufstellung aus. Okay. Siehst du diese Dreiergruppe? Das sind die Helden, die im Kampf antreten. Wer hier drüben erscheint, kämpft nicht mit. Das ist eine Reserve sozusagen.
jemanden ins Kampfteam einwechseln, ist kinderleicht. Weil einfach die Gefährten aus die Plätze tauschen sollen. Ach so, Mario kann aber nicht ausgewechselt werden. Er kämpft immer mutig mit. Natürlich, der Klassiker. Wenn viele Actionbefehle in Folge perfekt gelingen, erhältst du einen sogenannten Gruppenbonus. Der stärkt deine ganzen Steam. Wie genau der Bonus, bewirkt, hängt davon ab, wer von deinen Gefährten im Kampf teilnimmt. Und auch nur, solange diese Gefährten im Kampf aktiv sind. Probier einfach verschiedene Kampfteams aus und schau, was passiert. Okay, Bowser hätte ich schon gerne mit. Also muss ich sagen, also Bowser wirkt auf jeden Fall wie ein kräftiger Tank. Aber wen nehmen wir raus? Ich meine, wir haben mit Mello... Ja, Mello kann halt heilen, ne? Aber Gino ist halt relativ stark. Ich glaube, ich wechsle mal Gino aus. Weil Gino... Oder? Boah, ich weiß nicht. Also Gino ist schon relativ strong. Aber Mello ist halt eine Magie-Reserve, die wir haben. Und deswegen... nehmen wir, glaube ich, mal... So, für Bowser haben wir, glaube ich, nichts. Oh, ups. So. Ja, der kriegt den Anti-Wandelring. So, dann rein in die Bude. Macht denn der Sniffet hier? Guten Tag, die Herrschaften. Sie besuchen erstmals Borstes Turm. Leider sind wir terminlich ausgelastet. Ein Bruchsversuche ausgenommen. Oh. Au. Ich muss mir erstmal wieder in den Kampf reinfuchsen hier. Oh yeah. Oh Gott, der macht ja kaum Schaden. Au. Oh, der tinkt doch gut was weg, ne? Au. Das war close. Aber okay, Mello macht kaum Schaden. Das gefällt mir gar nicht. Wirkungslos. Okay, jetzt ist er dead. Noise. So, ich rede erstmal mit den Leuten hier und dann können wir mal wieder die... Oh. Wer ist das denn? Pupox. Ja, ich glaube, da hilft vielleicht ein Feuer ganz gut gegen den. Verbrenne! Boah, ja. 145. Das ist heftig. Boah. Na komm, Mello, mach mal Gewitter. Was hat Bowser eigentlich? Furchteinflößer. Jag jedem Gegner einen gehörigen Schreck ein. Oh. Oh shit, okay. So funktioniert das. Gut. Oh, Mario kriegt ein Level up. Nice. Ja, der Schaden sagt schon einiges. Also da nehmen wir wieder Damage. Wir haben letztes Mal Heilung genommen. Hallo? Oh. Okay. So, Mario macht einfach wieder das gleiche wie vorhin. Sehr schön. Ja. Aber wie habe ich denn jetzt nochmal abgewehrt? Bist du auch mit A gewesen oder nicht? Oh Gott, was macht der? Oh nein. Der heilt ja. Okay, der ist instant dead. Sehr schön. Boah, 90 Damage, holy shit. Da war gut was drin. So.
Herr Puls. Ja, wobei, wenn sie was sagen, okay, ne? Währenddessen haben wir denn hier Borst du der Erste, Borst du der Zweite, Borst du der Dritte, Borst du der Vierte. Gut. Soll ich mal ein bisschen mehr. Sag mal. War das. War Abwehr mit B? Ich habe das Gefühl, ich mache gar nichts. Oh wow. Achso, kann nicht abgewehrt werden, natürlich. 7 Schaden, okay, der tut gar nichts. Der ist absolut Deko. 80 Schaden von Mario? Nee, ist A. Okay, dann. Dann ist der Feuerball und das Blitz von dem Sniffet absolut lächerlich zu kontern. Und wie Bowser noch abgeht. Ja, ich weiß nicht. Also, Mellow, weiß nicht, ob ich physisch überhaupt Sinn macht. Mellow macht eigentlich mehr auf Magie Sinn. Aber gerade ist Magie auch nicht so stark, deswegen geben wir mal ein bisschen Leben. Versuchen wir das mal ein bisschen, sorry, okay, warte. Borst du der Fünfte? Borst du der Sechste? Okay, ein anderer Borst du. Okay, da gehen wir nachher rein. Wer ist das denn? Das irgendwas? Oder? Habe das Gefühl, das bringt noch gar nichts. Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir ein neues Power-Up oder so, womit wir irgendwie krass springen können. Oh, okay. Oh Gott. Oh, was passiert hier? Oh, hier ist was, okay. Okay, die können mich scheinbar auch nicht kriegen, so. Okay. Oh. Wo zieht ihr eine, Leute? Ah, oh, doch, ist er. Mein Name ist Borsto. Dies hier ist meine berühmte, berüchtigte Turm voller Spaß, Spiel und Vergnügen. Normalerweise spiele ich mit meinem Sniffster, ja, persönlich, mit meinen Besuchern. Doch wie der Zufall es will, fiel kürzlich ein schönes Mädchen vom Himmel, geradewegs in mein Schloss, übertragen gesprochen. Und seitdem hat unsererseits natürlich alle Hände voll damit zu tun, sie zu unterhalten und vergnügt sie stimmig. Ja, mit Vergnügen zu stimmen. Da ja keine Spiele mit mir bedauere, vergnügt euch auf eigene Faust, ja? Und auf eigene Gefahr. Musik ist irgendwie cool. Oh, jetzt sind wir weg. Was ist da? Gäste werden ersucht, brauchst du das Müsse nicht zerstören. Wow, what the fuck? Schieß einfach eine Bombe. Einfach Kugelwilli. So. Kann ich jetzt nochmal rein? Okay, hier ist nichts. Schade. Oh, eine Blumenkapsel gefunden. Was? Okay, hier ist weiter nichts.
So, machen wir wieder an hier. Oh, what? Was? Rob om? Das Gefühl, die wollen wir nicht explodieren bringen. Die Robbomb hört sich sehr interessant an. Erstmal mal hier wieder Popox. Also irgendwie kriege ich gerade nicht mal einen einfachen Knopf gedrückt. Au. Was für ein neuer Schaden. Oh, warte mal. Konnte man hier in die Mitte rein? Tatsache. Oh. Ich weiß nicht, also... Ich wünschte, es wäre einfach und ich wünschte, ich könnte einfach hier wirklich... Aber ich komme halt keinen Schritt weiter damit der Aktion. Ich weiß nicht, von wo ich springen muss. Ja, vielleicht muss ich mir dann im Nachgang, wenn wir hier durch sind, mal ein Video anschauen. Du hast einen lauten Lärm von draußen. In Borstos Bergpass ist irgendwas geschehen. Okay. Kann ich nochmal? Oh, schade. Actually, ganz funny. Muss ich jetzt ernsthaft besiegen, um weiterzukommen? Ja, zum Glück können wir ein bisschen... kann eigentlich noch alles. Sehr gut. Das ist auch so geil, der Typ heilt sich mit 90. Oh, nice. Aber, ja, hat irgendwie nur 8 HP, so... Wo ist der Sinn dahinter? Naja, gut. Kann ich euch ignorieren? Ja, kann ich. Okay. So... Den feile ich am besten, weil... Oh, sehr gut. Machen aber auch Schaden wie Sau, ne? Holy. Die kommen fix an. Aber man kann es halbwegs gut dodgen. Ah, sehr gut. Okay. Ja, vielleicht sollte man mit Mello... Aber ich weiß halt nicht, ne? Mello... Ist, die brauchen halt, momentan brauchen wir noch gar keine Heilung. Deswegen ist die Frage, wie sinnvoll ist Mello eigentlich überhaupt gerade? Aber er hat halt sehr viel AOE, ne? Also zumindest einen... ja, war nicht mal. Ja. Ist das normaler Sniffit? Schönes Wetter heute, oder? Okay. Jetzt tut er so, als ob er nichts mehr wäre, oder was? Dreist.
Einmalhin so. Ach man, ey. Ich glaube, das werde ich niemals dodgen. Und, wait, what? Gino kriegt auch XP? Okay, das ist actually ganz geil. Oh, zwei Level sogar gleich. Bowser hat auch noch ein Level bekommen. Was haben wir da? Ja, komm, Bowser kriegt auch noch ein bisschen Schaden. Flucht. Raus hier. Mario springt aber auch echt weit, ne? So, zum Glück funktioniert die Flucht ganz gut. Das heißt, da spare ich mir zumindest ein paar Sachen zum Schneiden. So. Ja, aber wie an die eine Kiste rankommen? Gar kein Plan. So, haben wir denn hier? Betrachtet die Gemälde von Borstos Ahnen in der richtigen Reihenfolge. Vom Ältesten zum Jüngsten. Oh, ein Rätsel. Was haben wir hier? Oh, warte mal. Oh, nee, nee, warte mal, warte mal. Erstmal hier den Pilz. So, jetzt mit dem Schwamp nach oben. Oh Gott, falsche Mega, ja. Also Honig so haben wir euch genug, ne? Gerade. Ja, das wird ja hier oben sein. Das wird da oben sein. Oh, eine Froschkrosche gefunden. Nicht? Wow. Ich hätte gedacht, es wäre hier. Vielleicht da hinten? In der Ecke? Ah, Tatsache. Krass. Aber dass auf dem blauen, auf der blauen Plattform nichts war, das war ein bisschen seltsam. Oh, haben wir hier. What? Au. Blaue Flammen. Oh Gott. War ein guter Schaden, weil. Okay. Muss ich irgendwas beachten, oder? Nice. Okay, wie kannst du mit einem. Mit der Druckwelle töten? Nice. Sehr schön. Du hast Glück. Ach so. Ja doch. Yoshi! Habe ich bekommen? Mehr Erfahrung, okay. Sehr schön. Zimmerschlüssel halten. Jetzt weiß ich natürlich aber auch nicht. Wo jetzt der Weiterweg ist, also. Welchen Weg ich gehen muss für. Um überhaupt hier voranzukommen. Sehr schön. Okay. Flinkschuhe halten. Das klingt eigentlich ganz interessant. Warte mal. Oh, prima geeignet, um Gegner auf die Köpfe zu springen. Okay. Ja, gut, aber ich hätte schon gerne den Alarm. Ah, wobei. Ach nee, warte mal, das waren gar nicht die hier. Erhöht Flinkheit um 10. Hm. Aber vielleicht gebe ich Mario die Sprungschuhe. Mello den Alarmring. Und Bowser mal die Flink,
Keine Ahnung. Vielleicht bewirkt es irgendwas. Au. Ich habe das Gefühl, wir wollen hoch. Wow. Deswegen gehe ich jetzt mal nochmal kurz runter. Einfach nur, weil wir ja noch das Rätsel da haben. Damit wir hier nochmal so vom Ältesten zum Neuesten. B. B. Sehr schön. Nice. Okay, warte mal. Also, er ist der Älteste. Dann kommt er. Okay. Ja, ich habe mir natürlich nicht gemerkt, wo welcher war, ne? Okay, der ist wieder Niete. Noise. Extra Zug, sehr cool. Ja, schon Mario. Good job. Okay. Er. Dann er. Ich glaube, der war der Jüngste, oder? Nee, tatsächlich nicht. Hm. Ah, so. So, danke für den Key. Der Ahnenschlüssel. Okay, wo kommen wir hier rein? Entspann dich mal, ja? Mach mal keinen Stress. Beide blicken sich starr an. Oh Gott. Rose reißt gleich das Ding raus. Ah. Mario, ich muss das selbst hitten. Der Gute ist etwas schüchtern. Sei so nett und zieh kurz weg, ja? Okay. Was sieht er? So kannst du dich wieder umdrehen. Er sagte, dass er hier eingesperrt worden war, nachdem er Borsto angeknabbert hatte. Und deswegen... Yeah! Deswegen möchte er uns dabei helfen, den Laden hier geputzt aufzumischen. Oh Gott. Ketten unterhalten. Okay, für Bowser eine neue Waffe. Scheinbar. Jawohl. Ja, eine Waffe nehmen wir doch gerne mit. Okay, dann haben wir das auch erfüllt. Okay, wir haben einen starken Gegner. Ich glaube, wir machen mal Bowser mal hier ein bisschen Action. Und hoffen, dass wir einen in Schock-Not kriegen. So, Mario wirkt mit dem klar. Ja, 200 Damage. Nicht schlecht. Wow. Okay, das ist ein wildes Timing. Das wird auf jeden Fall lustig mit dem Kettenhund. Okay. Den kannst du scheinbar nicht so gut dodgen. Ja, okay, Timing war auch noch nicht richtig. Jetzt geht gar nichts mehr hin. Ew, ich bin verliebt. Ja, okay, haut mir nicht ganz hin. Also ein bisschen müssen wir noch, das Gefühl, Bowser ist mit seinen Fäusten stärker als mit dem Kettenhund. Aber vielleicht will ich es mal einfach ein. Was, Mario schon wieder ein Level up? What? Super Feuerball. Heiz Gegnern richtig ein, drücke wiederholt A. Ich weiß nicht, ob der Feuerball magisch ist, ne?
Aber selbst wenn wir magisch gehen, gibt es uns einen Punkt. So, ich glaube, ich gehe wieder KP. Ich versuche mal so ein bisschen im Wechsel zu gehen. Okay, der hat scheinbar nichts zu sagen. Bahnfahrer ist das Größte. Hä? Was denn hier schon wieder? Wie weit ihr es geschafft habt. Ihr habt echt was drauf, leider. Wo ihr aber schon mal hier seid, könntet ihr mir vielleicht eine kleine Frage beantworten? Meine liebste zukünftige Bult andauernd. Mario, hilf mir! Mario, hilf mir! Seid ihr womöglich Freudenschreien? Hey, Sekunde mal! Ob Mario vielleicht ein anderer Kerl ist? Na sag mal! Was eigentlich, wenn du dieser Mario bist, von dem sie die ganze Zeit redet? Versuchst du etwa mir die Braut auszuspannen? Na warte! Wie schmeckt dir das, du Dieb? Passiert auch noch irgendwas? Ach so, ja. Tja. Mehr hast du nicht gebracht, Balk? Und Bomben habe ich auch keine mehr. Dann mal tschu. Was eine Heulsuse. Ha? Als ob Mario jemals in der Lage sein wird. Okay, entschuldigen Sie bitte. Sicherheitsabstand. 1 Meter. Eine Armspannweite. Als ob Mario überhaupt in der Lage sein wird, Peach jemals für sich zu beanspruchen. Mario wird auf ewig gefriendzoned. Da machst du nichts. Oh. Nice. Kann aber hier irgendwo ist noch eine sein. Hoch. Weil ich glaube mit der anderen ist es hier nicht getan. Ne, eben. Überleg, ob wir auf die andere Kiste raufkommen. Na? Das ist ja so ein Ding. Oh, tatsächlich, warte mal. Schade. Ah. Also Tatsache. Tatsächlich war sie oben drauf. Okay, ich hab's noch nicht erreicht. Okay, sehr gut. Das war eine weitere Folge Super Mario RPG. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye bye.